Also Aufgabe 3. 3-4 kamen Sie mit klar? War ein bisschen überraschend wahrscheinlich, nicht? Aber 3-5. So, die ist vergleichsweise kurz. Da. Also, was haben wir? Wir haben einen PT100. Also den gibt es wirklich. Das ist so ein temperaturabhängiger Widerstand, ne, mit einem positiven Temperaturkoeffizienten aus Platin gebaut. Wir haben angegeben, dass der ein Alpha hat bei 0 Grad Celsius von 3,85 mal 10 hoch minus 3. Ich schreibe mal pro Kelvin, pro Grad Celsius ist das gleiche. Und ein Beta gleich minus 5,775 mal 10 hoch minus 7, 1 durch Kelvin Quadrat ist es dann. Ne? So, was haben wir? Sie wollen einen Thermometer damit bauen, wo die im Prinzip die Spannung, die über diesen Widerstand abfällt, gemessen wird auf irgendeine Art und Weise. Oder letztlich der Widerstand gemessen wird. Und Sie wollen wissen, wann ist die Abweichung größer als 1 Grad. So, dann haben wir erst einmal rein linear. Ja, R gleich R0 mal 1 plus Alpha mal T in Grad Celsius. Machen wir mal, eigentlich müsste man T minus T0 schreiben, also T0, dann 0 Grad Celsius, aber 0, eben mal alles in Celsius, ne? So, und nicht linear ist es R gleich R0 mal 1 plus Alpha, T plus Beta, T Quadrat, auch alles in Grad Celsius, beziehungsweise, ja, in Grad Celsius. So. Wann liegt jetzt ein Grad Celsius Fehler vor? Oder wann würden wir das finden? Nämlich genau dann, wenn wir haben R0 mal 1 plus Alpha T plus minus 1 Grad Celsius. Wissen wir nicht ganz genau. Manche wissen es natürlich schon, haben es schon rausgekriegt hier über das Beta, ne? Wann, in welche Richtung der Fehler gehen muss. Und das soll dann gleich sein mal 1 plus Alpha T plus Beta T Quadrat. So, jetzt können wir ein bisschen rumrechnen, müssen wir so rumstreichen in der ganzen Geschichte hier. Also der Ansatz ist klar, ne? Also wann haben wir hier, ist das ein Grad anders als das da? So, streichen wir das weg, das geht weg. Dann können wir das Alpha T wegmachen und dann bleibt hier stehen, dass plus minus 1 Grad Celsius mal Alpha gleich Beta mal T Quadrat sein muss. Und das können wir ausrechnen. Ich sehe, an der Stelle kommt das nämlich dann auch raus mit dem Betrag. Also wann oder welches Vorzeichen muss ich nehmen, wenn ich jetzt die Wurzel ziehe? Das ist nämlich t gleich Wurzel plus minus 1 Grad Celsius mal Alpha durch Beta. So, und dann nehme ich natürlich das mit positiver Wurzel. Das heißt also, ich nehme hier minus 1 Grad und dann komme ich auf t gleich 81,6 Grad Celsius. So. Das ist es. Das ist eine relativ kurze Aufgabe, bei der man ja, über den Ansatz ein bisschen überlegen muss. Das ist das Problem hier. Nicht? Wenn Sie das erstmal haben und glauben, dass das auch richtig ist, rechnen Sie es einfach kurz durch und fertig. Ne? In dem Abwasch, wo Sie gerade unterbrochen sind, ja? Ich habe eine kurze Frage, warum hat Platin eigentlich zwei Temperaturkonstanten? Oder was ist das zweite? Das ist ja auch eine Temperaturkonstante. Platin hat keine zweite. Nicht Temperaturkoeffizienten. Platin hat keine zwei Temperaturkoeffizienten. Also grundsätzlich ist dieses mit dem Temperaturkoeffizient und dieses mit dem Alpha mal T eine Näherung. Also der funktionale Zusammenhang, auch der physikalische Zusammenhang hier ist ja ein vollkommen anderer. Mhm. Der ist nicht zwingend linear. So, wenn wir, fast egal welche Funktion Sie betrachten, wenn Sie von irgendeinem Wert einer Funktion in der Nähe dieser Funktion bleiben und die Funktion stetig ist, dann können Sie das immer linear oder so nähern. So, nur wenn Sie weit weglaufen von Ihrem Betrachtungspunkt, dann müssen Sie irgendwie anfangen, sich mal Gedanken zu machen über den funktionalen Zusammenhang. Nehmen wir mal an, wir haben hier so ein x0 und dann haben wir irgendeine Funktion, so sieht die aus, meinetwegen, ne?
ja, es soll eine Funktion sein, also so, das ist f von x und da ist dann x0 und dann können Sie ja immer sagen, okay, ich mache das mal, egal wie es aussieht, mache ich mal eine Gerade durch. So, nur irgendwann, das kommt jetzt auf die Funktion drauf an, irgendwann wird dieser Fehler hier zu groß, sodass Sie es nicht mehr akzeptieren würden. So, und dann sagen Sie, okay, ich mache keine Gerade dadurch, ich mache mal eine Parabel durch. Gerade, Parabel, also proportional x minus x0 und hier proportional x minus x0 zum Quadrat zusätzlich. Der gerade Anteil bleibt ja gleich. Bleibt nicht gleich, er bleibt vorhanden. So, und genau das machen Sie, genau das macht man hier beim Platin. Nicht? Wenn die Temperatur, der Abstand von 0 Grad Celsius nämlich groß wird bei Platin, dann reicht es nicht für Genauigkeitsanforderungen, hier nur linear zu rechnen, sondern müssen Sie noch das quadratische Glied dazu nehmen. Und beim Platin geht man dann sogar noch auf das hoch 4 Glied, wenn Sie bis zu 850 Grad Celsius arbeiten wollen. Okay. Das habe ich Ihnen aber erspart. Und die Einflüsse sind halt klein, so sie in der Nähe von 0 Grad Celsius bleiben und die werden dann irgendwann merklich 1 Grad Fehler bei 81 Grad. Ne? Aber meine, jetzt mal im Ernst, wenn Sie jetzt Wasser kochen wollen, also wenn es darum geht, Wasser zu kochen, dann ist bei 81 Grad Celsius 1 Grad Fehler jetzt nicht so schlimm. Ne? Ja, wenn Sie natürlich da Präzisionsmessungen machen, so, dann müssen Sie da irgendwann anfangen, das zu berücksichtigen. Ja gut, meine Frage war ja, woher das was das Beta eigentlich ist und das hat sich jetzt geklärt. Also einfach eine genauere Annäherung. Ist eine genauere Annäherung für größere Abstände von 0 Grad Celsius, ja. Noch Fragen zu dieser Aufgabe oder zu anderen oder zum Grundsätzlichen? Das. Naja, ich vergesse mal das mit dem Beta, das, was er gerade sagte. Ne? So, also rechne ich rein linear. Der Widerstand ändert sich linear mit der Temperatur. Okay, stimmt aber nicht. Der Widerstand ändert sich linear mit der Temperatur plus ein bisschen quadratisch. So, ja, wann würde ich, wenn ich jetzt nur den Widerstand messe und dann sage, okay, der Widerstand ist 107 Ohm oder so, können wir mal ausrechnen, wie viel es da wirklich ist. 107 Ohm oder so, wann mache ich jetzt, wenn ich die Temperatur zurückrechne, wann mache ich da 1 Grad Celsius Fehler? So, das ist erstmal die Frage, ne? Die ist soweit klar. So, also sage ich doch einfach, okay, wann ist das, was richtig ist, das gleich dem, was falsch ist, plus minus 1 Grad? Ich weiß ja nicht, welche Richtung. So, das ist einfach die Frage. Und das kann ich dann rechnen. Hm? Die Rechnung haben wir ja gemacht. Okay? Bitte? Was genau ist der Temperaturbereich nur diese 81 Grad? Diese Kennlinie des Platin ist spezifiziert von, ich meine, 0 Grad Celsius bis 850 Grad Celsius. Also in dem Bereich können Sie, in dem Bereich wird vorgeschlagen, den PT100 zu verwenden. So, und zwar mit dieser Formel, mit dem Beta, ich meine sogar noch mit einem Gamma, also mit einem Temperaturdifferenz hoch 4 Glied dabei. So, wie groß der Fehler jetzt ist, den Sie bei einer Temperaturmessung damit machen, das bestimmt eigentlich viel eher Ihre Schaltung. Also das steht in der Norm oder so nicht drin, wie groß dann die Genauigkeit ist. Ne? In der Norm stehen jetzt diese Werte, Alpha und Beta und das Gamma noch, das ich Ihnen erspart habe, ne? Und damit können Sie eine Schaltung aufbauen. Dann hängt es eben von Ihrer Schaltung ab, wie genau dann Ihr Thermometer wirklich wird und wo Sie es wirklich verwenden können. Das, was diese 81,6 Grad Celsius jetzt aussagt, ist tatsächlich nur, wenn ich nur diese Näherung genommen hätte, dann würde ich hier 81,6 Grad Celsius messen. Aber in der Realität sind es 82,6 Grad Celsius. Kann jetzt spannend sein oder nicht. Das liegt jetzt an Ihrer Applikation, die wir hier nicht behandeln. Ja.
So, der PT100 ist auch definiert nach unten hin, also bis zu, ich glaube, minus 200 Grad Celsius. Ja, dann aber nicht mit einem Gamma dabei, sondern mit einem Alpha, Beta, Gamma, nicht mit einem, oh Scheiße, dann nicht mit einem Hoch 4 Temperaturdifferenzglied dabei, sondern mit einem Hoch 3 Temperaturdifferenzglied dabei. Also da ändert sich dann sogar die Kennlinie, aber das steht in der, das deutet darauf hin, dass es nur um eine Näherung geht, steht in der Norm drin. Ja, aber ich. Das ist ja meine Temperatur. Wann unterscheidet sich um 1 Grad? Oder nicht? Also ist es von der Schreibform richtig, ja? Jo. Also, wenn Sie es komplett machen wollten, müssten Sie schreiben T minus 0 Grad Celsius plus minus 1 Grad Celsius. Das ist der Fehler. Fehler. Und das hier ist der Bezug. Die Bezugstemperatur. Die ist nur komischerweise 0 Grad Celsius, also das ist gleich weg. Wenn Sie es alles in Kelvin rechnen würden, dann würden Sie da 273,16 hin reinschreiben, was ich aber jetzt fand ich unnötig. Also, ich verwirrt nur. Das mit den Spannungs- und Stromquellen. Ist Ihnen das klar geworden aus den Videos raus? Oder gibt es da noch Beratungsbedarf? Also wenn Beratungsbedarf, dann und Sie wissen nicht genau wie, dann ich sage mal ein qualifiziertes Hä, tut's auch. Okay, dann viel Spaß weiterhin.